Jo, moin Freunde und herzlich willkommen, ihr kleinen Babos, zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu einem neuen, Waffen-Let's Play von Battlefield Play for Free. Und wir haben heute in meinem Daily Tour die FN Mini Barra gezogen. Und Mini heißt die übrigens. Mini, und ich finde es gerade scheiße, dass ich kein... Oh, fuck. Aua, wo ist sie denn? Elite. Yo, und wir sind richtig binsig. Ich muss mich erst mit Medi wieder einzocken. Weil ich habe nämlich immer einen Pionier gesucht. Da werdet ihr dann auch gleich noch ein paar Let's Plays davon danach sein. Aber ich kann irgendwie nicht mehr Medi zocken. Das ist nicht mehr vergönnt. Oh mein Gott, wieso sind da so viele? Ah, ihr seht schon, die Waffe geht auch schon. Autsch. Hab ich gering. Ha! Loser. Jo. Die Waffe geht relativ ab. Ich finde sie schön. Man kann damit ordentlich was reißen. Nicht so lecker. Fuck. Alter, schieß ihn nochmal ab. Ach so. Junge! Ist es dein Ernst, Günther? Der Typ ist down. Darf ich doch mal. So. Ich finde es eigentlich immer schade. Aber Oman ist irgendwie meine Lieblingsmap und ihr werdet auch nicht so richtig was sehen von Basra und so. Weil Oman ist einfach das für mich Nonplusultra. Ich finde die so geil. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist einfach so. So, du kannst jetzt hier dich oben hinstellen und feuern, dass das Zeug hat. Hier, komm. Junge, du sollst da oben reinhauen. So, erstmal Mannequin. Hier kann man mal heilen. Jo. Aua! ACWR. Scheiß Wichser. Wollen wir da stehen oder so? Der kleine. Schwarz kleine. Ist er. Schwarz. Da sind wir wieder. Ach ja, übrigens unser kleiner Kommentator hier, unser Alexander. Alex für euch. Alex, grüßt. Ja, der nur mein bester Kollege mit hier. Er zockt immer krank. Shit, picture right on my mind. Ich hoffe, hier ist 4G, der die ganze Zeit an Strom angeschlossen ist. Und was mich heute freut, ist, dass es, oder auch den Fabi freut, dass ja, es so flüssig ist, läuft. Ja, es leckt nicht, also Battlefield hat da anscheinend schon... Oh, ja, das tut weh. Er hat da anscheinend doch ordentlich was gemacht. Hier ist nämlich meine Pistole, weil ich denke, es wird jetzt hier gleich ein netter Freund vorbeischauen, der kein Freund von uns ist. Oh fuck, nicht so lecker. Da oben stehen sie. Jetzt stehen sie aber auf dem anderen Dach, du solltest lieber weggehen. Oh. Geh lieber auch noch auf der anderen Seite. Wie komme ich jetzt hier hin? Hier. Jetzt auch von unten hochziehen. Also auf die Distanz macht das nicht so viel. Wenn du treffen würdest, würde auch nicht treffen. Ah. Naja. Du stehst hier auch einfach nur beschissen. Boah, ich meine, ich wollte mir jetzt richtig krank hier in reinhauen, oder? So, komm hoch, mein kleiner Freund. Aha! Stopp! Komm weg! Au! Und Medipack. So! Okay, wir alleine bei dir. Oh, wir werden die ganze Zeit hier wirklich locker flockig. Da sitzt einer oben. Oh. Einer auf dem Dach, jetzt ist er runtergesprungen, kann sein, dass er jetzt reinkommt. So, da war der erste down. Welche hast du ausgerüstet hier eigentlich? Die Pistole? Die Pistole, keine Ahnung. Ach, der Herr. Weiser noch. Wow! Komm mal, Weiser noch. Oh, die war viel zu langsam jetzt. Ach, der hat viel zu langsam die Wahl gewechselt. Was, der fuck Kicker? Ach, der macht seine Scheißpunkte auch nur mit seiner fucking RPG. Fuck RPG! Hm. Jude! Das wir nicht mehr sagen wollten. So, also die Waffe an sich ist sehr geil. Ich wollte auch über die Waffe Let's Play, nicht über irgendwelche Kollegen hier, die ich nicht so dolle mag. Also auf jeden Fall, die Waffe ist ziemlich geil. Wir versuchen gerade D zu erobern. Warum? Au! Willst du mich komplett verarschen gerade? Ich bin runtergefallen. Doch nicht.
Frage. Aua! Wo denn schon wieder? Die Bier kostet mich an. FK. Ja. Und wir sie haben B eingenommen und werden auch gleich A einnehmen. Finde ich nicht so lecker. Einsatz im Kampf. Komm. Und bis Bonus den gleich auf mir. Bonus genau. Auf den Flugzeugträger. Ne? Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt werden meine nicht vorhandenen Flugkenntnisse sehen. So, wegen der Fisch. Und wegen der Fisch, genau. Sag mal so. Was ist eigentlich die Taste Web? Web. Web. Geht da unten. Ja. Abbrechen. Web. Wenn das die Web-Taste ist. Ach so. Ja, nee, das kannst du skillen, das ist doch dieses komische. Nein, das kann man nicht, das kann man, das ist schon. Doch. Das kann man. Das ist doch dieses komische Teil wie bei den Flares, die man abwerfen so, kann. Ich bin jetzt stimmt ganz sowas. Cool. Bitte, hör doch einfach mal auf, bitte. Ich habe einen gefunden, das passt. Aber Leute, bitte. Bring einfach raus. Aua. Ich will erschienen. Hasse mein Team. Meldest dich jetzt aber auch selber jetzt mal, ne? Ich wollte mich ja hochstellen. In deinem Krank. Du hättest hier auch ganz einfach aussteigen können. Du kannst auch einfach lassen, wie ich immer sage. Ja, und ich finde den Pionier an sich viel geiler eigentlich. Aber es ist immer so eine Sache. Wenn man einen Pionier zockt und Leute sieht und sich heilen will und so, dann dachte man, oh Mann, ich wollte Smitty, ist viel geiler und so. Aber. Das habe ich früher gesagt. Ich finde jetzt aber den Pionier einseitig einiges besser, weil man hat einfach, man kriegt viel mehr, also wirklich viel, viel mehr Punkte, wenn man. Ja, aber wenn man. Fuck jetzt, Dinger, Alter. Wenn man? Ja, also wenn man sich. Ein bisschen. Nicht so lecker. Au! Beende doch mal deinen Satz, Alter. Also den geht jetzt in die Luft. Oder geht das in die Luft? Oh, sterben. Jo, also ich finde das viel geiler, wenn man die nicht bekommt. Ah, doch, 15 und 30. Ah, in sich, da war's wieder. So, jetzt. Aber die Munition ist nicht so toll. Von den Teilen. So, das war aber jetzt auch peinlich gewesen. Wenn du ja, auf dem Feld stehst. Ja, ich weiß auch von wem ich gesnappt werde. Siehst du? Dann schieß ihn ab. Komm, ich hab dir doch schon wirklich einen Vorteil. Okay. Siehst du? Läuft doch. Irgendwie muss man ja an die Punkte kommen, ne? Genau. Aua. Boah, fuck. Jetzt werde ich hier auch noch übelst aufs Korn genommen. Und da ist die Runde auch schon wieder vorbei. So, also der Punktestand ist jetzt richtig spinzig, aber ihr habt mich mal gesehen mit der Waffe. Und ja, dann weitere Let's Plays zum normalen Battlefield-Charakter und natürlich zum Pionier werden folgen. Macht's gut, liebe Freunde, und haut rein.